Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Let's Play Apartment Nummer 4, Staffel 3. Was ist denn da Rotes am Fenster? Ach, das ist das Licht. Ich dachte gerade, was ist das? So, es ist 6 Uhr morgens, 20 nach 6. Alle schlafen noch, außer Lilly. Und Isa ist traurig, deswegen würde ich sagen, Lilly kann mal Isa trösten. Wo ist die? Ach, die ist ja auch schon zu uns hingelaufen, jetzt wo sie gemerkt hat, dass wir wach sind. Genau, dann können wir irgendwie mal ein bisschen lieb zu Isa sein. Genau, okay. Ich weiß gar nicht, ob Christian heute schon geschlafen hat. Dem habe ich zwar hier das Bett hingestellt, aber der rennt die ganze Zeit irgendwie nur rum. ja, ich lasse es mal da stehen. Vielleicht macht er ja heute nochmal ein Nickerchen. Da stelle ich mir, ich meine, hier das Bett ist vielleicht nicht das allerbequemste, aber hier so vorm Feuer zu schlafen, stelle ich mir schön vor. No, Lilly und Isa sind Kumpels geworden. Als mein Bruder sehr, sehr klein war, irgendwie wirklich so ein Kindergartenkind oder so, gab es irgendwie mal so eine Situation, wo er und mein Papa sich ein High Five gegeben haben. Mein Bruder guckt ihn nur stolz an und sagt so, wie Kumpels. Da muss ich immer dran denken, wenn ich das Wort höre. Das war super goldig. Ach ja, gut, dass er meine Let's Plays nicht schaut. Ich glaube, er wäre sonst sehr empört, dass ich irgendwie da alte Stories von ihm auspacke. Okay. Gut, wie sieht's denn mal aus generell mit euch? Ihr seid eigentlich alle frisch wie der junge Morgen, nur Margo muss vielleicht mal zur Toilette. Es sah gerade so aus, als würde der Ast hier aus dem Klo kommen. Ich dachte so, ups, falsche Welt, wir sind noch gar nicht in Strangerville. Okay, was ich heute gerne machen würde, also heute ist ja der Markt unten in der Stadt. Da würde ich gerne hin. Was für ein Markt ist das eigentlich? Nee, wir haben erst Freitag. Ach, in der letzten Folge war es bestimmt irgendwie so, dass es nach Mitternacht war und ich dachte schon, der Samstag wäre morgen. Dabei waren wir schon am Morgen und es war der Freitag. Ah, ich dachte mir nämlich auch noch so, oh, irgendwie kommt mir das kürzer vor vom Urlaub her, als ich ursprünglich geplant hatte. Nee, gut, dann ist morgen der Markt, dann gehen wir morgen dahin. Das trifft sich aber eigentlich auch gut, weil sonst hätte ich den Tag nämlich aufgeteilt. In einmal wollte ich zum Markt und dann wollte ich nämlich hier nämlich auch noch nach dem Kreaturenhüter schauen und so ein bisschen gucken, was wir hier machen können. Auf Kreaturenhüter fokussieren. Guck, der rennt da rum. Margo, möchtest du vielleicht, wenn du jetzt hier schon wach bist, wenn du dann da mal warst, dich hier mal vielleicht fröhlich vorstellen? Ich weiß nämlich gar nicht irgendwie, was wir dann hier machen. Und ich mag hier diese Burgruine sehr. Super. Oh, ist das ein Fuchs? Das ist ein Fuchs. Ferdi. Oh, das ist ein Senior-Fuchs. Oh. Der sieht... Es gab doch irgendwie so einen Film mit einem Fuchs und einem Hund. Irgendwie so ein Disney-Film, der auch irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich blende es hier ein, wenn es mir wieder einfällt. Ich glaube, ich habe den als kleines Kind nur einmal gesehen und danach nie wieder, weil der so unglaublich traurig war und ich mir den nicht nochmal angucken konnte. Aber irgendwie sieht dieser Fuchs... Wobei der Fuchs im Film war, glaube ich, rot. Vielleicht sieht er aus wie der Fuchs mit der Fellfarbe vom Hund. Keine Ahnung. Sorry. Ich glaube, hier irgendwie... Diese kurzen Nebenreferate ergeben heute sehr, sehr wenig Sinn von dem, was ich hier erzähle. Ich bin aber eben erst aufgestanden und ich bin irgendwie noch nicht... Hier lachen Leute synchron im Schlaf. Bin ich anscheinend noch nicht in der Lage, das irgendwie so zu sortieren. Was sind Sachen, die Menschen interessieren und was sind Sachen, die Menschen nicht interessieren. Okay, guck mal, da geht ein Alien. Finde ich etwas weniger interessant als hier dieses Häschen. Ach guck mal, es kommt zum Pflanzenpflegen. Marcel Lambert. Hatten wir mit dem nicht mal ein Kind? Ist das nicht irgendwie... Nee, warte, das war ja in der Baby-Challenge. Aber gibt es in den anderen Spielständen auch? Wir hatten auf jeden Fall ein Kind mit irgendeinem Lambert Alien in der Baby-Challenge. Ja. Guck, oh, vielleicht können wir heute hier auch im Blätterhaufen spielen. Vielleicht wäre das auch eine Idee. Okay. Und man kann das Wasser plätschern hören. Gut, dann laufen wir mal hier zum Kreaturenhüter hin und ich nehme an, der erzählt uns jetzt irgendwas über die Füchse und die Hasen, denke ich mal. Weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Ich könnte Margo jetzt hier auch irgendwie eine Folge lang zuschauen, wie sie hier durch diese Welt läuft und einfach nur so ein bisschen den Hintergrund mir anschaut. Ich auch kein Problem mit. Ja, super.
Hallo. Tag, Tag. Tierkleidung kaufen. Ach, guck mal, das können wir auch. Wir können ihn mal kennenlernen. Deso. Blami noob. Uxapa. Vertrauliches Gespräch über Henford führen. Fellabalom. Arvini. Guck mal, wir sind irgendwie super kurz erst hier und schon sind wir eine Klatschtante hier und wollen über Sachen reden. Warte, warte. Mein erster Tierkumpel war eine kleine Häsin namens Blümchen. No. Ich habe lange gebraucht, um ihre Freundschaft zu gewinnen, aber dann waren wir unzertrennlich. Ich habe sie jeden Tag besucht. Wir standen uns sehr nah. No. Sehr, sehr süß. Who's like Bema? Payun? Doyum Oh, wir Galabe? können Beeren tauschen. Mirvalis? Slufa Wagga. Ah, okay. Ich nehme an, das ist irgendwie eine der Funktionen hier. Und Tierkleidung. Tierkleidung ist aber nur für die Farmtiere, ne? Ist nicht für irgendwie Katzen und Hunde auch. Sonst könnten wir irgendwie Isa was kaufen. Wobei halt Isa braucht ja nicht unbedingt Kleidung. Also ich meine, es gibt ja Hunde, die haben zum Beispiel so super wenig Unterfell und denen wird dann kalt im Winter und so, aber Isa ist ja ein Schäferhund. Ich glaube, Schäferhunde haben das Problem nicht. Nee, wir haben hier nur. Ja, ganz ehrlich, so dieser Fokus von Sims, gerade von Sims 4, Tieren irgendwelche Kleidung anziehen zu wollen, ob das jetzt bei mein erstes Haustier-Accessoire war oder auch schon bei Katzen und Hunde drin oder jetzt hier. Mir ist das irgendwie so, halt, das ist irgendwie für mich so irgendwie uninteressant. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich weiß, manche Leute benutzen das viel und irgendwie haben da auch Freude dran, ist ja okay und so, aber irgendwie für mich ist das so, nee. Wir könnten vielleicht mal Hilfe bei Botengängen anbieten. Vielleicht können wir ja heute hier noch irgendwas Spannendes machen. Mal gucken. Es ist so hübsch hier. Gerade jetzt so am Morgen, es wirkt irgendwie, als wäre die Luft noch sehr, sehr klar. Prächtige Pilze. Magst du Pilze? Ich liebe sie. In den Wäldern wachsen wirklich gute und ich könnte Hilfe beim Sammeln gebrauchen. Du scheinst die Natur zu lieben. Warum bleibst du nicht ein Weilchen hier, damit ich dir mein Wissen vermitteln kann? Belohnung, eine Auswahl von den Zeugnissen. Ne, 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 okay. Kennst du diese Tage, an denen du viel zu tun hast, aber nicht genug Zeit? Oh ja. Ich brauche Zutaten für meine nächste Mahlzeit, aber ich bin wirklich in Zeitnot. Kenne ich auch. Kannst du mir helfen? oder da draußen gibt es jede Menge Natur und so sehr ich mich auch bemühe, ich kann nicht alles im Auge behalten. Es wäre wirklich gut, wenn ich ab und an etwas Unterstützung hätte. Ich bräuchte jemanden zwischen Freund und Geschäftspartner, verstehst du? Könntest du das sein? Was können wir machen? Also ich finde die Pilzaktion eigentlich ganz cool. Wir können ja mal gucken, ob wir hier ein paar finden. Vielleicht können wir ja noch andere Aufgaben machen. Warte, was? Sobald der Kreaturhüter die benötigten Zutaten erhalten hat, gibt er Margo ein Püree zum Essen. Ach so, okay. Und hier bei den Ruinen der Insel wächst ein Schuck. Ah, okay. Ich dachte, wir sollten Pilze sammeln. Ach, da habe ich das falsch gelesen. Was war denn der Auftrag? Ich dachte irgendwie, wir müssten Pilze sammeln, nicht, dass wir irgendwas anderes sammeln und Pilze bekommen. Sorry, ich bin echt noch nicht ganz wach. Anscheinend irgendwie. Es ist zu früh, um mal Let's Play aufzunehmen. Es schien noch wie eine gute Idee. Was ist denn hier? Guck mal, hier liegt schon eine Schoko. Mach dir nicht essen. Nein, nein. Nur sammeln. Können wir die nicht nehmen? Vielleicht können wir ja hier irgendwie alles. Oh, wir können auch hier alles ernten. Da sammeln wir alles ab. Das ist ja auch mal spannend. Okay. Okay. Die Sims haben es irgendwie auch so mit Ruinen, ne, bei ihren älteren Welten. Also Windenburg hat die alte Ruine, wo man auch diese Tanzpartys machen kann, ne? Brightchester hat eine Ruine, die man sehen kann, und jetzt Henford auch. Weiß ich nicht. Ist das irgendwie vielleicht, weil die alle in Amerika leben und da gibt es nicht irgendwie alte Burgruinen, deswegen sind die fasziniert davon oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Okay. Pilzpüree essen. Also eben, also hier dieses Bild, ne? Und ich könnte Hilfe beim Sammeln gebrauchen. Guck, ich hätte wirklich gedacht, wir sollen Pilze sammeln. Aber hier dieser Pilz, das ist ja ein Fliegenpilz, oder? Wobei, die hat die falsche Form. Ich glaube, Fliegenpilze sind oben eher flach.
Ich möchte kein Pilzpüree aus Fliegenpilzen essen. Ach ja. Was ich total interessant finde, ist halt wirklich Leute, die sich so richtig mit Pilzen auskennen. Weil Pilze sehen so ähnlich aus und irgendwie so der eine, der ist irgendwie so ein normaler Pilz, den man essen kann und der nächste irgendwie, da fällt man sofort tot um. Und ich finde, das ist irgendwie sehr mutig, sich da auf sich zu verlassen und zu sagen, ja, nee, nee, ich weiß, was für ein Pilz das ist. Also, ich glaube, für mich selbst, wenn ich wüsste, wäre ich immer noch irgendwie zu nervös, dass ich doch falsch liegen könnte, um die zu essen. Weiß ich nicht. Ich finde das aber auch krass. Ich weiß nicht, alle Leute irgendwie empfinden das so. Also, ich hatte auf YouTube von Meinecke dieses Seven vs. Wild gesehen. Und ich fand das so krass, wie häufig irgendjemand einen Pilz gegessen hat, irgendwie mit den Worten, ich glaube, das ist ein Steinpilz. Wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Da würde ich, glaube ich, lieber fasten für die 7 Tage. Tada! Ah, okay. Jetzt können wir Pilze bringen. Ach so, okay. Ich war schon verwirrt. Diese Pilze können im... Sie werden manchmal auch am grünen Futterstand... Okay. Inzwischen sind auch die anderen wach. Lasst mich mal hier gerade gucken. Die haben ja keinen freien Willen mehr. Das heißt, sie stehen alle einfach nur noch rum, bis ich ihnen sage, sie sollen was anderes machen. Von daher irgendwie sollte ich die vielleicht nicht zu sehr vernachlässigen. Ja, guck, deshalb habe ich meistens den freien Willen an, weil so sitzen Leute einfach nur irgendwo und machen nichts. Ach ja. Ironischerweise, da ich ja auch freien Willen habe und auch häufig einfach nur rumsitze und nichts mache. Ach so, okay. Haben wir noch hier irgendwie Frühstück? Wir haben noch Pfannkuchen, aber davon haben wir nur noch 3. Und Yorkshire Pudding, aber das ist nicht richtig Frühstück. Mag vielleicht irgendjemand kochen? Mal Oliver, ich glaube, du hast schon eine Zeit lang nicht mehr gekocht. Magst du vielleicht mal... Oh, wir haben ja auch Marmelade, ne? Himbeermarmelade. Wenn wir die in den Kühlschrank packen, können wir dann vielleicht Himbeermarmeladen-Pfannkuchen machen mit der Himbeermarmelade? Können wir ja mal gucken. Sind auch neue Gerichte dazugekommen, kann das sein? Kam das irgendwie im letzten Update? Ich bin im Moment überhaupt nicht mehr drin. Ich weiß noch irgendwie so, dieses Update mit dem Pronomen soll kommen, aber bei allen anderen Sachen bin ich überhaupt nicht mehr informiert, was gerade Plan ist und was noch kommt. Ich sehe es ja, wir konnten doch, hier, guck mal, hieß es mit Blaubeer, haben wir auch Himbeer, haben wir Erdbeer. Mein Blaubeer klingt auch nicht schlecht, ich glaube, wir haben nur Blaubeer. Blaubeermarmelade, also ich mache ja manchmal auch Blaubeerpfannkuchen, nur halt nicht mit Marmelade, sondern nur mit richtigen Blaubeeren dann. Mach mal. Finde ich gar nicht schlecht. Richtig cool fände ich es, wenn man einfach nur so Pfannkuchen machen würde und dann die ganzen verschiedenen Marmeladengläschen irgendwie einfach auf den Tisch stellen würde und dann könnten die Sims sich das aussuchen. So nach dem Motto Mission is possible. Haha. Okay. Margo, kannst du dann mal nach Pilzen suchen? Ja. Wo könnten denn hier irgendwo könnten welche sein? Ich meine, wir könnten die auch am Stand kaufen, aber das würde ich eher machen, wenn ich hier keine finde, weil das ist ja so ein bisschen... Ja, nee. Ich habe das Gefühl, so Margo war als Kind nicht bei den Pfadfindern, aber wäre es vielleicht gerne gewesen, so. Und lebt jetzt ihre verpasste Pfadfinderzeit aus, indem sie hier irgendwelche Sachen sammelt. Ach ja, okay. Ich sehe hier gerade aber noch keine Pilze. Ah, doch, hier. Guck mal, hier sind... Ich dachte für einen Moment, der hätte kein Oberteil an. Irgendwie, als ich weiß nicht warum. Aber so, als wir reingezoomt waren, ich dachte irgendwie so. Und ich dachte so, der hätte wie so einen Minirock an und sonst nix. Und ich dachte mir so, dafür ist es doch zu kalt. Okay, dann kannst du hier mal sammeln. Oliver, bist du jetzt am Kochen? Ja, wunderbar. Dann koch mal fein. Achte, was magst du mit Marie machen? Mit dir plaudern. Und du möchtest hier Blätter rächen. Kannst du gerne auch mal machen. Guck mal hier, die Stadtkinder wollen alle die normalen Landsachen machen. Ach ja. Ja. Lili, magst du vielleicht hier schon mal den Tisch decken? Yes. Okay. Ich weiß noch gar nicht. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt.
Ich denke, ich werde das irgendwie im nächsten Vlog mal erzählen oder so, aber so wie es aussieht im Moment, ich freue mich so unglaublich, werde ich im März die Freunde von mir nochmal sehen, mit denen ich zusammen in Schottland war. Und noch einen anderen Freund von mir dabei. Und wir werden uns irgendwie halt so für 3, 4 Tage sehen. Und ich habe die, glaube ich, seit teilweise 2,5 Jahren oder so nicht mehr in Person gesehen. Also eine Person schon, aber die anderen nicht. Und ich habe die so vermisst, oh mein Gott. Und ich freue mich so darauf, die nochmal zu sehen nach all der Zeit, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Da muss ich gerade dran denken, hier, wo hier die Freunde alle zusammen im Urlaub waren, dass ich auch irgendwie Freunde habe. Muss man sich ja manchmal dran erinnern, mit denen ich schon im Urlaub war. Okay. Hier, wir haben einen Pilz gefunden. Wie viele Pilze müssen wir denn finden? 5, oder? Nee, 6. Okay. Wie viele sammeln wir denn jetzt hier? 3. Hier, das sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Wassereis am Stiel, irgendwie, was so ein bisschen gebogen ist. Vielleicht möchte sie auch die Pfannkuchen erst essen, bevor sie die Pilze isst. Ich habe das Gefühl, so Pilze auf leeren Magen, ist das irgendwie, vor allem wenn es irgendwelche seltsamen Pilze sind, so ist das so gut? Weiß ich nicht. So, wenn wir hier weiter hinaufklettern. Ich sehe hier aber jetzt nicht noch mehr Pilze. Wobei eigentlich im Herbst ist doch voll die Pilzzeit, oder? Nicht, dass ich Ahnung davon hätte, aber ich meine, das hätte ich bei Patterson und Findus gesehen. Warte. Nee. Nee. Sonst vielleicht können wir auch nachher einfach frühstücken und danach gehen wir noch mehr Pilze suchen. Weiß ich nicht. Eventuell, möglicherweise spawnt ja bis dahin auch noch irgendwas. Ich dachte für einen Moment, das wäre ein Reh, dabei ist das ein Busch. Ganz klar, irgendwie kann ich noch nicht richtig sehen, weil ich ständig denke, irgendwas wäre etwas, was es ganz, ganz eindeutig nicht ist. Auch hier in der Ruine haben wir keine Pilze, ne? Es gibt bei mir in der. Ach doch, hier! Guck mal. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist direkt an der gleichen Straße ein Wald. Also wir wohnen direkt am Wald. Und wenn man in diesen Wald reingeht, findet man da eine Ruine von einer Kirche oder so einer Kapelle eher. Ich glaube, es ist so eine Klosterkapelle. Das sieht sehr ähnlich aus wie hier. Also man kann auch reingehen, aber es gibt kein Dach und so weiter. Und das ist so ein magischer Ort. Also es ist so, ich weiß nicht, irgendwie, ich muss meine Mama mal fragen, ob sie Bilder hat, die sie mir schicken kann. Dann poste ich euch hier eins rein oder so. Aber das sieht so interessant aus, irgendwie von dieser Kirchenstruktur, die aber halt zerfallen ist. Und es hat halt kein Dach, aber halt der Wald ist drumherum. Also hat es wie so das Blätterdach oben drüber. Ja, es ist irgendwie in meiner Familie manchmal so ein Ding gewesen, dass so ein Ort, wo man zusammen hin spazieren geht. Okay, Oliver, hast du fertig gekocht? Scheint mir so. Okay, dann hast du es hier schon weggepackt in den Kühlschrank. Du bist ja ein Schatz. Dann würde ich mal sagen, diejenigen, die jetzt noch hier sind, können dann mal zusammen frühstücken. Und wenn Margot mit ihrer Mission fertig ist, kann sie dann auch noch ein paar Pfannkuchen essen. Magst du mal alle zum Essen rufen? Ich hoffe, dann kommen auch alle. Ja. Aber ich glaube, Margot hat auch noch nicht so Hunger, ne? Nee. Jim Stevens, was willst du von uns? Dass wir spenden. Großzügige Spende für einen wohltätigen Zweck. Ich wünschte, die würden uns sagen, welchen Zweck. Ja. So, wir haben nun die Pilze gesammelt, die wir sammeln sollen. Oder? Warte, wie viel haben wir jetzt im Inventar? Haben wir 6 Pilze? Ja. Okay, dann müssen wir die jetzt nur noch dem Kreaturenhüter bringen. Ich hätte irgendwie so Wildhüter, hätte ich auch gut gefunden. Da hätte man ihn irgendwie so Hagrid kaufen können. Wo ist im Moment nicht unterwegs? Ja, dann gehen wir erst was essen. Ich meine, wir stehen ja jetzt nicht im Wald rum und warten, bis deine Nase wieder auftaucht. Okay, dann nehmen wir mal hier ein Gericht. Und jetzt nehme ich schon seit einer Ewigkeit auf und wir haben hier gerade mal Mittag. Ich glaube, da kann ich 2 Folgen draus machen. So, Oliver, du hattest doch den Wunsch, mit deiner Schwester zu plaudern. Dann mach das doch mal.
Subab. Yabba subab. Forny fatoza bab. Rabin. Yops. Oh, nopsa. Yibs. Sumonuseru Bashin. Scoop. Guck mal, hier Christian räumt auch auf. Der liebe Schatz. Ach ja. Und Margo, kommst du essen? Margo kommt essen. Fantastisch. Ja, nee, denke ich nämlich wirklich irgendwie so. Ne? Frühstück vor Pilzpüree. Fände ich jetzt intuitiv, kommt mir richtig vor. Okay. Amy. Amy könnte mal zur Toilette gehen. Da ist nämlich eine Falle platziert, die hat aber nicht Amy dahin gepackt, sondern Christian. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Aber weil Amy sonst auch ständig überall Fallen platziert, wäre es ja sozusagen nur Karma, wenn ihr das jetzt um die Ohren fliegt. Und sie die Toilette dann noch reparieren muss. Möchtest du dich vielleicht mit Margo unterhalten? Guck mal, du brauchst ohnehin Spaß. Mach mal einen Insider-Witz mit Margo. Ich habe das Gefühl, so je älter Lily wird und je älter Margo wird, desto mehr kommen die beiden halt so auf eine Wellenlänge. Also so, dass sie so... Hier, die Leute. Halt desto mehr haben sie auch gemeinsame Interessen. Weil ich glaube halt, Margo ist nicht so ein Baby-Mensch, sondern irgendwie eher so, kann so mit Kindern, wenn sie so 13 und älter sind. So, ja. So. Ne, Amy, ist schon doof so, wenn jemand das Klo manipuliert hat, ne? Ist fast so, als hätte man das lieber sein lassen sollen. Okay. No. Wie süß. Du kannst vielleicht auch mal einen Klopf-Klopf-Klopf erzählen. So. Ist denn inzwischen dieser Herumtreiber von einem Wildtürhüter irgendwo? Nein. Ich meine Herumtreiber im netten Sinne. Also im Sinne von, er treibt sich hier in der Gegend herum. Nicht irgendwie abwertend. So. Ja, hier gehen Leute. Ich liebe diese Brücke mit diesem Baum, mit den Laternen. Ich bin halt... ich liebe es ja, in Sims 3 Welten zu erstellen. Und ich weiß, in Sims 4 gibt es so ein bisschen mehr die Möglichkeit, als es das noch vor ein paar Jahren gab. Aber man kann ja nicht so wie in Sims 3 so halt von null irgendwie anfangen, eine Welt zu formen und zu machen. Und ich bin immer ein bisschen neidisch auf die Leute, die sich hier so die Sachen in Sims 4 ausdenken und machen dürfen. Weil ich immer denke, ich will auch. Okay. Aber halt auf einer anderen, auf der anderen Seite irgendwie in Sims 4 habe ich weniger... Also in Sims 3 will ich immer Welten erstellen, weil ich halt in der Welt, die genauso ist, wie ich die haben will, spielen will. Und in Sims 4 sehe ich das nicht so dringend irgendwie, weil man so viele Welten hat, weil man sich nicht entscheiden muss, irgendwie spiele ich in San Myshuno oder spiele ich in Oasis Springs, sondern man hat beide Spiele in einem, also beide Welten in einem Spielstand zur Verfügung stehend. Und in Sims 3 wollte ich immer alle Sachen, die ich cool fand, an verschiedenen Welten in einer Welt haben. Und irgendwie da, halt damit fing das bei mir an. Ich habe auch ewig nicht kapiert, dass man mehrere Spielstände haben kann in Sims 3. Ich dachte, man hat irgendwie so einen, so wie, keine Ahnung. Ich kam halt auch vorher nicht von PC-Spielen, sondern von Nintendo-Spielen. Also bei Animal Crossing oder so kann man ja wirklich nur ein Spiel haben. Von daher war mir das irgendwie, war das kleine Amimi nicht sofort ersichtlich. Ja, immer noch nix hier? Nee. Tja. Ich meine, so ein paar Pilze pürieren könnte man im Prinzip ja auch selber machen, aber irgendwie... Guck mal, jetzt wie schläft er hier? Wir haben die doch extra da... Muss man das verstehen? Okay. Stell ich das hier mal weg. Wo ist denn Amy hin? Ach, die steht hier immer noch im Bad. Dann kannst du mal hier oben duschen gehen. Du kannst auch baden gehen von mir. Jetzt kannst du mal ein Schaumbad nehmen. Oder mit Badezusatz, das wäre auch cool. Vielleicht mal ein Rosenblätterbad. Oh. So. Habt ihr vielleicht Lust, zusammen hier
eine Runde zu spielen. Man kann auch mehrere Sims einladen, ne? Ja. Dann, wenn wir uns entscheiden müssen, sorry Christian, nehmen wir diesmal mal Marie mit. Ich meine, du schläfst ja ohnehin. Also von daher. Es ist nicht, dass du ausgeschlossen wirst. Wir nehmen nur Rücksicht auf dich, weil du ja schläfst. Und weil du hier schläfst, dachten wir gehen alle einfach mal raus, damit du es hier leiser hast, damit du besser schlafen kannst. Das war der Grund. Kein anderer. Das war der Grund. Okay. Nee, aber ernsthaft, du weißt schon, du hast hier im Bett. Ich meine, vielleicht ist das so unbequem, dass die Couch bequemer ist. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Kann das sein, dass Oliver Fitness mag? Oh ja, lass Oliver mal Fitness mögen. Ich meine, Oliver spielt ja eigentlich von Anfang an im Let's Play schon gerne halt Basketball. Halt, es ist halt so ein bisschen komisch in Sims, weil wenn man Fitness mag, macht man irgendwie so allen Sport. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so... Ich meine, ich nehme an, es gibt Leute, die gehen eher in die Richtung als andere, aber halt trotzdem normalerweise hat man ja eher so einzelne Sachen, die man gerne mag. Guckt nur, dass euch hier nicht zu kalt wird, ne? Nicht, dass wieder einer einfriert wie dem Netz der liebe Oliver. Yay. Vorbei, Margo. Shame on you. Viel Spaß. Oh, ich habe nie gesehen, dass dieses Top hinten über Kreuz geht. Ich habe das irgendwie immer nur von vorne angeguckt. Das ist ja hübsch. Ach ja. Ich halte hier nur ein Auge auf die Leute, halt wie gesagt, damit niemand einfriert. Und Isa will dabei sein. Aber Isa sich beim Basketball, während gespielt wird, unter den Korb zu legen, weiß ich nicht, ob das der bequemste Schlafplatz ist, den man haben kann. Ich meine ja nur so ein Gedanke, nur so eine Anmerkung. Ja. Wir sind auch noch alle relativ wach. Vielleicht können wir auch irgendwie, wenn ich die Folge jetzt hier mal so langsam zum Ende kommen lasse, auch einfach so mit Blick auf die Zeit, vielleicht können wir ja in der nächsten Folge hier einhaken. Wir wollen natürlich noch den Kreaturenhüter treffen und dem seine Pilze geben, die wir da in großer Mühe für ihn gesammelt haben. Aber vielleicht können wir ja morgen Abend noch irgendwas zusammen machen, alle zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir runter ins Dorf, aber vielleicht können wir ja auch... Ich meine, wir haben keinen Fernseher, deswegen können wir keinen Filmeabend machen. Aber vielleicht halt so irgendwas in die Richtung gehen. Vielleicht können wir irgendwie sowas hier machen. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht wäre das ganz cool. Okay. Aber, ja. Dann war das hier eine Folge Urlaub in Hanford. Ich freue mich ehrlich gesagt aber auch darauf, dass die Uni-Zeit wieder losgeht. Ich habe demnächst gedacht, oh mein Gott, wir sind schon bei Folge 44 und wir fangen irgendwie jetzt für die Foxbury-Leute das zweite Semester an. Und ich glaube, oder? Das zweite. Und Oliver wechselt ja sogar den Studiengang. Und haben wir das schon gemacht? Bin ich blöd? Nee, ne? 2 von 12. Nee, halt Oliver wechselt noch den Studiengang. Das heißt, wir sind bei Folge 44 und Oliver startet sein erstes Semester. Und ich denke mir nur so, wie viele Folgen will ich diese Staffel eigentlich machen? Von daher würde ich sagen, wir machen die Uni halt nicht überhastet. Ich meine, ihr kennt mich, ich könnte das wahrscheinlich, selbst wenn ich wollte, nicht machen. Aber dass wir schon so ein bisschen vielleicht Tempo reinlegen, so ein bisschen, ne, uns da reinhängen. Vielleicht wäre das auch vom Gameplay, vom Anschauen her mal ganz angenehm, weil irgendwie dann mehr passiert in einer Folge. Können wir ja mal schauen. Genau. Jedenfalls, ich beende die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!